Einen wunderschönen guten Abend. Setzt euch zu uns an den Stammtisch und genießt den Schnack. Und in diesem Sinne, Prost alle, Nuss und Erik. Prost. Ich muss mal wieder meine Kehle ölen. Ja, hört man das? Ich glaube ja, oder? Ja, man hat Nuss gluckern gehört. Bei mir wahrscheinlich auch, wie die Flasche ansetzt. Du wirst da leider tonerisch. Hat man... Die Flasche ist richtig hochgegangen, die ist fast explodiert. Hast du dir einen Sekt geöffnet oder was? Nein, Boah, ey, da ist mir mal so ein Sektkorken mitten in die Decke geflogen. Da ist seitdem eine kleine Dent. Die Gaufe bringt gerade. So wie zum Thema Sekt. Ja, apropos, wenn man viel Sekt trinkt, muss man auch mal auf die Toilette. Ja. Und dort befinden wir uns in der heutigen Folge. Ich werde immer besser in den Überleitungen. Was für eine Überleitung? Ja. Heute, liebe Leute, geht's auf den Pott. Mit dem Stammtisch an den Pott. Also, das ist doch mal ein Erlebnis. Denn wir hatten lange ausklamüsert. Worüber muss denn noch hier geschnackt werden? Ja, und ich bin ja jemand, ihr alle wisst es, ich ziehe Seltsamkeiten an. Und das selbst auf der Toilette. Sowas muss man erstmal schaffen. Und jetzt will ich von euch wissen, Jungs, wollen wir erstmal so gute 8 bis 10 Jahre zurück in die Vergangenheit gehen, davon Geschichtchen? Oder erstmal so ein paar aktuelle? Ihr dürft euch aussuchen. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch durch die Zeit. Also fangen wir mit der Vergangenheit an. Oh, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ganz chronologisch ist. Es ist nicht so wie ein Märchen. Es war einmal. Es war okay. Einmal, das klingt sehr gut. Ihr alle kennt es, wenn man jung ist, hat man meistens keine Probleme auf Toilette zu gehen, ne? Ja. 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 Doch dann ist bei jedem irgendwann mal die Zeit gekommen für die erste Verstopfung. Und meine, wie, war es noch nie Verstopfung? Nein. Erisch. Ich glaube auch nicht. Ja, okay. Bei jedem, der manchmal eine eher seltsame Ernährung hat und vielleicht mal über Monate hinweg kein Obst isst und nur so trockenes Essen, dann wird die Kacke schon mal hart. Hatte ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr, ja, aber wir sind jetzt im futuristischen Jahr 2000, ja, was war das? 15? 22? 14? So. Irgendwie so. Ja, und dort saß ich auf dem Klo, dachte mir nichts Böses. Auf einmal, ich drücke und drücke und es kommt nichts raus, ne? Und ich dachte mir so als kleiner Bub, was ist denn das? Es muss doch kommen. Ich habe gedrückt, hatte richtige Schmerzen schon. Und ich habe gespürt, die Wurst ist da, aber die kommt nicht aus dem Arschloch raus. Ich fang voll an zu heulen, ruf meine Mutter, Mama, Mama, sie kommt rein, was ist los? Ruf einen Notarzt, mein Arschloch ist so klein, die Kacke kommt nicht raus. Ich dachte einfach, ich bin gewachsen, meine Scheiße auch, aber vielleicht ist mein Arschloch einfach zu klein geblieben. Das waren so meine Gedankengänge. Und bis heute macht sich einfach meine Mutter darüber lustig, dass ich damals heulend auf dem Klo saß und sagte, ruf einen Notarzt, mein Arschloch ist zu klein. Schön. Ja, das war ein netter Einstieg. aber jetzt kommen wirklich seltsame Geschichten. Das war okay. Nur so... Das war nicht wirklich seltsam, ich fand das schon ziemlich seltsam. Das war das Unseltsamste, Erik, das habe ich damit angefangen. Okay. Übrigens hat kein Arzt gerufen. Die ist dann mir mit mir. Wahrscheinlich gut so. Kurioserweise musste ich dann mitgehen, auch wenn mir das richtig unangenehm war, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, die Wurst sitzt kurz vorm Loch und könnte jederzeit kommen. Kam aber nicht, ne, weil die feststeckte. Ist mit mir Obst kaufen gegangen. Danach kam sie dann irgendwann. Aber so viel zum Thema Verstopfung. Jetzt. Kommen wir zu dem Thema. Ja, jetzt befinden wir uns so 2 Jahre in der Vergangenheit. Und Sommer. Ihr wisst es alle, ich bin kein großer Sommerfreund. Und Erich... Nee, das ist kein großer Sommerfreund, ja. Du kennst ja auch die Wohnung, in der ich wohne, wie die so aufgebaut ist, ne? Ja, die wird recht gut heiß, oder? Richtig. Und das Badezimmer
ist Richtung Westen. Das heißt, da scheint schön die Abendsonne rein und dort haben wir keine Jalousie. Das heißt, es ist auch ein sehr kleiner Raum, kann Erik bestätigen, das Bad. Ja. Ja, Frage? Dann, ja. Dann, wieder Zierdusche. Dann hast du ja einen schönen romantischen Ausblick dann, ne, am Abend. Naja, ja, das Blessee ist halt dauerhaft hochgezogen, also wir gucken dann nie aus dem Fenster. Du bist 12 Jahre alt, mag keine Badezimmer-Dates. Da hatte ich heute auch was sehr Romantisches erlebt. Oh, im Badezimmer. Jetzt bin ich in Flamme für die Geschichte. Nein, aber da meinte eine Kollegin, das ist ja quasi heute ein Date. Wir waren zusammen Blut abnehmen gefahren, danach haben wir uns Ziegen angeguckt. Sie meinte, Mann, das ist echt ein Date. Und ich so, oh ja, also so sollte ich mir im Hinterkopf verhalten. Einfach die Dame zum Blut abnehmen, aus wie da Ziegen angucken. Es gibt nichts Romantischeres. Oh mein Gott, Blut abnehmen beim Date, stell mir das gerade vor. Und auf dem Weg dahin natürlich Roland Kaiser gehört. Wie es sich gehört. Also, oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich war schon raus bei dem Thema Blut abnehmen und Ziegen angucken. Aber dann noch Roland Kaiser. Hast auch meinen schlechten Witz gehört, wie es sich gehört? Ich weiß nicht mal, was das Schlimmste an dem Date ist. Das ist, glaube ich, Roland. Erisch. Also wirklich. Sie wollte auch eine Ziege mitnehmen. Aber wichtig, ein Decaut. Ein Decaut war's. Zum Andenken, ne? Ja, Andenken. Ey, am Ende sitzt eine Ziege auf dem Rücksitz. Aber gut. Zurück zum Thema. Also, ich muss ja darauf gewartet, dass du irgendwas von dir gibst, weil ich so gemacht habe. es wird recht warm im Sommer. So weit waren wir ja schon. So, und dann sitze ich da und Kacken ist ja so eine Art Sport. Ne? Das erfordert so eine gewisse Anstrengung. Und dann schwitzt man schon mal ein wenig, wenn das Bad gefühlt 40 Grad hat. Und da musste ich auch noch ein bisschen anstrengen, dass unten was rauskommt. Und ich war da so am Schwitzen, ne? Es war schon. Ich dachte mir danach, boah, ich muss gleich duschen gehen. Also es war richtig irr. Und dann passt auf. Dann war ich aber fertig, stand schon so am Spiegel, also am Händewaschen. Und für jeden Waschbecken ist ja immer mit Spiegel, ne? Und ich denke so, warum ist der denn beschlagen? Dann öffne ich die Tür und so eine richtige Rauchschwalbe wie aus einer Sauna kommt da raus. Ich hab einfach mit meinem Körper bei Kacken so viel Wärme produziert, dass ich Dampf gebildet hab. Wie schafft man das? Kleiner Raum, schwitzender Kerl beim Kacken. Was erwartest du, Erisch? 1+1 zusammenziehen, Erisch. Sag mal, Nick, kurze Frage. Würdest du nach Hause kommen als Heizung zu uns? Wir brauchen da ein bisschen Hilfe. Naja, richtet ein Fenster irgendwas Warmes auf mich, setzt mich aufs Klo. Los geht's, Erisch. Los geht's. Brauchst du deine Privatsphäre? Nee, ne? Sonst wär's nicht so effektiv. Oh, dazu kommen wir am Ende der Folge. Also, ja, aber wortwörtlich. Oh, Alter. Ich weiß, es ist gerade nicht so wichtig, aber es ist unfassbar kalt in meinem Zimmer, weil die Heizung nicht angeht wegen Stromkosten. Oh. Okay, rede weiter. Ja, und ich habe noch eine Geschichte zum Thema Schwitzen auf dem Klo. Wir sind jetzt wieder in derselben Toilette wie auf der, wo mein Arsch noch zu klein war. Das heißt, wir sind in der Vergangenheit. Und, also in der weiten Vergangenheit. Da habe ich auch woanders gewohnt. Ja, und da war es auch Sommer. Ich frage mich echt, warum ich im Sommer beim Kacken immer schwitze. Also nicht immer, aber wenn... Ja, wenn es wirklich ein bisschen anstrengender ist, ne? Manchmal flutscht die Kacke nicht so. Dann, ne? Kommen schon mal so gewisse Anstrengungen. Ja, und dann ist es passiert, halt, beim Abputzen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall ausgerutscht, irgendwie auf der Klobrille beim Sitzen und bin vom Klo gefallen dabei. Und dann... Das ist auch wieder ein Eindruck. Dann bin ich unbeschadet aufgestanden, hab mich weiter abgeputzt, dachte mir nichts.
Dann kommt der Ex von meiner Mutter ins Badezimmer. Und das Fenster war offen, weil ich hab's geöffnet. Danach dachte ich mir so, ja, jetzt ein bisschen lüften. Und er dachte sich so, boah, ist da ein Blatt reingeweht? Und dann wollte er's greifen. Und es war einfach Scheiße, die da auf dem Boden lag, neben der Toilette. Da ist ein Stück abgefallen, als ich vom Klo gerutscht bin. Und er hat voll in meine Scheiße gefasst. Und dann ist er aber pöbelnd zu meiner Mutter und mir gerannt. Das ist natürlich jetzt scheiße gelaufen, würde ich sagen. Er war nicht begeistert. Warum macht man das denn auch? Wie ein Blatt auf den Boden greifen, um das aus dem Zimmer rauswerfen zu wollen. Komm schon, für eine Deko. Was neben der Toilette liegt. Ja, warum hast du nicht geguckt, ob da was ist? Man denkt ja nicht daran, dass da was liegen könnte. Ich bin da ja nicht auf den Arsch gelandet, nur so seitlich. Da war anscheinend noch ein Stück hing da bei mir noch irgendwo, das ist dann abgefallen. Aber andere Frage, wie kann man ein Blatt damit verwechseln? Weil man nicht damit rechnet. Weil man nicht damit rechnet, dass seine Freundin oder ihr Sohn neben's Klo kacken. Ganz einfach. Damit rechnet einfach niemand. Weißt du was? Okay, du hast einen Punkt. Ich war ja auch keine 5 da, ich war da 12. Wie gesagt, du hast einen Punkt, ich bin dir überzeugt. Ey. Leider. Und wir bleiben einfach mal beim Thema meiner Mutter. Und auch, ja. Wir kommen auch gleich zum Thema Privatsphäre. Aber erst einmal. Ihr alle kennt es. Wenn man auf öffentlichen Toiletten ist, dann gibt's auch eine goldene Regel. Wenn man in der Kabine sitzt und neben einem so ein, wer auch immer, so einen richtigen reindrückt und der geht raus zum Händewaschen, man selbst verlässt nicht die Kabine. Oder andersrum. Das ist einfach so. Man will nicht wissen, wer da gerade so widerlich einen reingepfeffert hat. Das ist einfach so. Das ist die goldene öffentliche Toilettenregel. Ja. Und dann saß ich da im... nicht in der Öffentlichkeit. Man lernt jeden Tag was Neues. Und dann saß ich da im Urlaub. Das war übrigens auf dem Campingplatz. Mit dem Ex von meiner Mutter waren wir damals öfter campen. Ich hab's gehasst. Aber trotzdem. Da saß ich dann da auf dem Klo. Auf einmal höre ich so ein richtig tiefes, inbrünstiges Stöhnen neben mir in der Kabine und ich so, oh, oh. Und ich denke mir so, boah, mein Gott, was macht der Kerl denn da drüben? Der war ja richtig am Stöhnen, dann am Furzen. Und dann bin ich am Waschbecken, wasche mir die Hände und höre die Spülung und die Tür geht dann auf. Und dann kommt die Person herausgeschritten und es war meine Mutter. Auf dem Herrenklo. Ich nur so, was? Du warst das? Und warum bist du hier auf dem Männerklo? Oh, die Schlange beim Damenklo war mir zu lang. Ey, diese Frau, und die hat da gestört. Ich dachte, da sitzt so ein 150-Kilo-Kerl neben mir. Ich hab meine Mutter nicht erkannt, wie die da am Stöhnen war. Ich glaube, sie hatte Verstopfung. Das war so legendär, ey. Erst bricht sie die goldene Toilettenregel. Und dann stelle ich fest, sie war auf dem Herrenklo. Oh Mann, Alter. Oh. Oh Gott. So gut. Okay. Jetzt dürft ihr wieder übrigens entscheiden, wo es mit meinem Zeitstreik. Das ist irgendwie so eine rein Nick-Erzählt-Folge, ne? Ja. Ja, also, sorry, Nick, aber ich bin nicht so der, nicht so die Person, die auf Toiletten jetzt viel erlebt. Ich gehe da halt hin, erlebe mein Geschäft und gehe zurück in mein Zimmer. Du merkst? Ich schon. Ich erlebe da immer was. Ja, deswegen bin ich auch gerade froh, dass zumindest irgendjemand in der Folge was zu sagen kann. Nicht. Also, ihr könnt uns auch wieder entscheiden, wo wir als nächstes hingehen. Erst einmal so eine Geschichte, wo ich das zum Thema Privatsphäre, wie es mir so geht, auf der Toilette erzähle. Oder aktuelle, sehr aktuelle Geschichten, wo ich auf Toiletten ein bisschen randaliert habe. Was heißt randaliert? Eher Leute belästigt oder auch mal aufs Darmklo gerannt bin. Was wollt ihr hören? Erstmal die Privatsphäre, das andere klingt so ein bisschen so wie ein schönes Finale zur seltsamen Folge, die wir hier schon haben. Ja genau, ich meine das ist dann auch das Aktuellste, ne?
die Krone auf dem Scheißhaufen der Seltsamkeiten. Ach so, ja. Okay. Ich hoffe, ich vergesse an der Stelle keine guten Geschichten, aber ich glaube, ich krieg gerade schon so ein gutes Best-of zusammen. Was hast du denn davon? Nee, weißt du was? Ich will gar nicht wissen. Red einfach weiter. Oh! Oh! Nee, doch nicht. Nee. Ich dachte gerade, mir fällt eine gute ein, aber. Nee. Privatsphäre, Nick. Gib mir die Privatsphäre. Ja. Passt auf. Übrigens, was ich eben erzählt wollte, es wäre kurz und langweilig gewesen. Ich war als Kleinkind sehr fasziniert von Pissoirs und ich wusste, was es ist. Ich habe da gerne unten reingegriffen und dachte mir so, was ist da für ein Gitter? Ich habe mir auch die Hände gewaschen. Aber ich dachte mir dann so, warum ist das da? Das ist ein anderes Waschbecken. Ich wusste das nicht als Kind. Da wurde ich mit 5 aufgeklärt. Dachte mir so, Das ist nicht so angenehm. Richtig. Dann habe ich, stolz erzählt, wie da jemand reingepinkelt hat. Als ich das dann gesehen habe, habe ich das erst mal am Restauranttisch erzählt. Da hat wirklich einer reingepullert. Ich meine, als Kind haben wir alle ekelhafte Sachen gemacht. Eben. Ich war sehr fasziniert von Pissoirs. Irgendwer bei uns im Haus hat man ein Stück Seife gegessen. Hatte meine Uroma Martha auch gemacht. Lecker. Na, hat sich im Klo die Hände gewaschen. Die war verkalkt. Mit Seife? Nein, die hat sie gegessen. Stimmt. Sie war halt verkalkt, ne? Na gut. So, kommen wir zur Privatsphäre, ne? Ja, erzähl. Also, ich glaube, das ist etwas, was ihr beide nicht kommen sehen habt. Ich habe ein ziemliches Problem tatsächlich mit der Privatsphäre. Ja, vielleicht habt ihr es doch erwartet, weil ich habe ja meine goldene Toilettenregel. Vielleicht haben die andere auch, aber für mich ist das die einfach, man möchte ja die anderen Leute da nicht sehen. Oder ich will auch selbst, wenn ich da einen reinsetze, nicht unbedingt von anderen da gesehen werden, dass sie wissen so, oh, der Typ war es, der hier so am Stinken ist. Auf jeden Fall war ich da auf der Arbeit. Noch meine alte Stelle vor 4 Jahren. Und da musste ich aufs Klo. Und saß ich da in der Kabine, wollte gerade anfangen zu pinkeln, kommt meine Chefin rein. Und geht in die Kabine neben mir. Und das Beste ist, dann redet sie mit mir auch noch dabei. Und ich dachte mir so, boah, ey, ich muss jetzt eigentlich pinkeln. Aber es kommt einfach nichts. Und dann höre ich sie auch noch pinkeln. Und ich denke mir so, boah, ey, ich höre alles, was sie da macht. Die wird auch alles hören, was ich da in diese Schüssel reindrücke. Ich muss eigentlich nur pillern. Aber trotzdem, dann dachte ich mir auf der anderen Seite so, ich muss aber auch, weil es meine Chefin ist. Und nicht, dass sie denkt, ich setze mich da einfach hin und entspanne. Und ich habe gedrückt und gedrückt. Aber ich konnte nicht. Es war so, als hätte ich so einen Riegel vorgeschoben bei meinem Schwanz und es wäre einfach nicht rausgekommen. Es war gefühlt schon unten, aber es konnte nicht raus. Es ging einfach nicht. Da war auf einmal ein Staudamm. Ja. Und das war mir so eine unglaublich unangenehme Situation, weil ich alles bei ihr gehört habe. Und dann kaum hat sie den Raum verlassen, kam es. Wie ein Wasserfall. Ich bin ja gefühlt kurz geplatzt. Und ich habe echt ein Problem mit der Privatsphäre. Vor allem, wenn bekannte Leute... Gut, bei meiner Mutter wusste ich es da nicht auf dem Herrenklo, die neben mir sitzt und scheißt. So ein Wallach. Aber, als da meine Chefin saß, das ist mir unglaublich unangenehm. Oder, ne? Wenn ich weiß, ich bin irgendwo, wo sehr dünne Wände sind und ich scheißen muss, denke ich mir auch so, oh Gott, soll ich mir doch lieber verkneifen? Ich weiß ja nicht. Oh, das denke ich mir auch immer. Also ich will nicht, dass andere wissen, was ich so auf dem Klo fabriziere. Das ist immer so. Nick? Du weißt schon, dass es bald alle hören werden, die den Kanal sehen, oder? Ach, die 145 Leute, nicht so ja. Nein, also, das ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Die riechen nichts. Ich hoffe es. Diese Rechtfertigung. Ja, zum Nachhinein habe ich damit kein Problem. Ich habe auch nach dem Erlebnis mit meiner Chefin erstmal Kollegin davon berichtet, wie unglaublich unangenehm das war. Ja, und im Nachhinein habe ich damit kein Problem. Aber in dieser Situation selbst denke ich mir so, oh, es wäre jetzt so unangenehm, wüsste die Person, was ich hier gerade für einen Schiss reindrücke, um es mal vollkommen vulgär zu sagen. Mhm. Aber selbst... In der Zuschauerschaft? Aber selbst... Erik, ich meine,
es gibt Leute, die reden sehr viel versauter als ich. Das stimmt. Von denen gucken sie sich mehr Vulgaritäten ab als von mir. Und ich denke, ja, das Wort Schiss ist schon bekannt. Ich fürchte von leider auch. Schiss haben, verstehst du? Ja gut, ich habe tatsächlich ein Problem damit, wenn Leute mich kacken hören. Oder auch, ich weiß nicht warum, auch beim Pinkeln hätte ich nicht gedacht, dass es so ist, aber irgendwas hatte mich da blockiert, als meine Chefin neben mir saß. Ich hätte gedacht, Pinkeln geht, aber irgendwie, ne. Wahrscheinlich, weil ich alles gehört habe, was sie da rein gelotschert hat. So. Kommen wir zum Finale. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nö, erzähl du mal. Ich hab nichts. Erstmal einen köstlichen Schluck Bier, damit meine Stimmbänder bereit sind. So. Und jetzt, Finale. Jungs, setzt die Sonnenbrillen auf, holt die Cocktailgläser heraus. Jetzt geht's nach Bulgarien in den Urlaub. Oh. Ja. Sehr gespannt. Denn, ihr wisst ja, wir sitzen ja am Stammtisch und es ist nicht die größte Überraschung für irgendwen hier, dass ich gern mal etwas trinke, ne? Nein. Wir sind dem, also uns das durchaus bewusst, tatsächlich. Warte, Nick. Haben wir schon mal gehört von dir. Nein, gerade? Was, Nuss? Trinkst du gerade? Ja, ein Bierchen. Prost. Nuss? Wann macht Frage er das beantwortet. Auf jeden Fall, an dem Abend hatte ich nicht nur Bierchen getrunken, sondern auch ein bisschen stärkere Substanzen. Oh Gott, das hört sich gerade so an, als hätte ich gekifft. Nein, ich meinte Alkohol. Also ich hab da Wodka getrunken. Sagen wir, wie es ist. Irgendwann war ich ziemlich hacke. So, und dann war ich gerade auf dem Klo, wasch mir die Hände. Geh dann raus, auf einmal höre ich, wie sich Nicole die Hände wäscht. Ich gehe dann zu ihr und meine so, warte mal, das war gerade dein Seifenspender. Ich so, Nicole, komm mal mit aufs Herrenklo. Dann habe ich ihr gezeigt, dass der Herrenklo-Seifenspender folgendes Geräusch macht, wie so ein bisschen wie Yoshi, so. Und dann sind wir aufs Damenklo wieder gegangen, und da haben wir gelauscht. Dröt! Fand wir betrunken ziemlich amüsant. Und dann bin ich lachend aus der Damentoilette rausgekommen und die Rezeptionsdame hat leicht verwundert geguckt. Und was mache ich dann als betrunkener Typ? Ich gehe zu der armen Frau hin und spreche sie an und meine so, kommen Sie mal mit, das müssen Sie mal sehen. Und die war schon so am Schmunzeln, hat gesagt, was hat der Typ vor? Und dann bin ich erst aufs Damenklo gegangen, hast du gesagt, jetzt achten Sie mal. Dröt! Und dann bin ich mit ihr, habe ich die Frau mit aufs Herrenklo geschleppt, um ihr das zu zeigen. Und als ich dann mit der Frau vom Herrenklo wiederkam, kam Sicherheitsdienst. Und dann haben sie sich auf Bulgarisch unterhalten. Erst wirkte er sehr streng und dann hat er dann angefangen zu lächeln und sie nur, und dann hat man, ich verstehe ja kein Bulgarisch. Und sie hat ihr was gelabt, blablabla, dröt. Und wir wussten einfach genau, was sie erzählt. Wie sie mitgemacht hat, war super. Das war der Hammer. So, und jetzt geht's 2 Jahre in die Zukunft, in das futuristische Jahr 2022. Ja. Wir sind in der Gegenwart quasi. Wir sind nur 2 Monate jetzt in der Vergangenheit wieder in Bulgarien. Und, Wie ein Trend kann das sein? Ja, pass auf. Ich wusste da ja schon, wie Seifenspender funktionieren. Das war was anderes. Da bin ich bei einer Show angetreten. Da sind ja abends immer so Shows, wo man mitmachen kann. Und das war der Männer gegen Frauenabend. Ich war im Jungsteam. Und beim... Ich hoffe es. Ja, warum betone ich das eigentlich? Egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, meine Schwester war auch im Mädels-Team. Ja, und... Auch keine Überraschung. Ja, auf jeden Fall sind meine beiden Teamkollegen in den ersten beiden Runden ausgeschieden. Beim Spiel ging es darum, es wird etwas gesagt und dann müssen alle möglichst schnell ins Publikum rennen, diesen Gegenstand holen und wieder zurückrennen.
und es wird immer Reisen nach Jerusalem mäßig, ein Stuhl entfernt, wer dann halt zuletzt keinen Sitzplatz hat, ist dann raus. So, sind erst meine beiden Teamkollegen rausgeflogen. Dachte ich so, oh, jetzt muss ich liefern. So, danach wurde erstmal nach einem Gürtel verlangt. Ich sehe schon, Nicole, wie sie auf Jessie zugeht mit ihrem Gürtel bereit. Und dann komm ich seitlich angerannt, schnapp mir den Gürtel. Jessie bleibt fassungslos stehen. Die konnte nicht glauben, dass ich gerade so dreist war. Wurde aber irgendwie voll abgefeiert, wie ich das gemacht habe. Gerade auch von meinem Team. So. Kam ich eine Runde weiter. Jessie ist ausgeschieden. Dann kamen wir in die nächste Runde. Hol Toilettenpapier. So. Oh nein. Und ich dachte mir dann so, ja scheiß, logistisch gesehen bin ich am Arsch. Das Herrenklo ist weiter hinten als das Damenklo. Also dachte ich mir so, scheiß drauf. Ich renn mit den Damen zusammen auf die Damentoilette. Und dann war ich da mit denen. Die waren frech, die haben mich da zurückgestoßen. Und dann hatten sie Vorsprung. Und dann haltet euch fest. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich eine langsame Person. Aber in verdammten Flipflops war ich da. Ich bin gerannt wie ein junger Gott. Ich war so ehrgeizig. Gut, ich hatte auch schon ordentlich was gebechert vorher. Und ich bin an denen vorbeigesprintet. Es konnte niemand glauben, wie schnell ich war. Jessie und Nicole waren so fasziniert, wie ich gerannt bin. In Flipflops wohlgemerkt auch noch. Und dann bin ich schwer am Atmen auf der Bühne, war als Erster da. Und ich war so zum Animateur, Itzo, ich war auf der Frauentoilette. Und er fängt voll an zu lachen, erzählt das dann erstmal lauter im Mikrofon, dass alle hören. Alle haben das so gefeiert, wie dreist ich einfach bin, dass ich da aus Frau... Erst klaue ich den Gürtel und dann gehe ich auch kackendreist auf die Damentoilette. Und meine Jungs haben nur so gesagt, ey Nick, du bist die größte Legende. Die haben mich da gefeiert. Ja, aber ich habe das Spiel leider am Ende verloren, weil in der letzten Runde wurden BH verlangt und die Finalistin, ihre Mädelsgruppe, saß direkt vor der Bühne. Hatte ich keine Chance, auch wenn ich Nicoles BH bekommen habe. Ja, also am Ende hatten auch die Frauen gewonnen. Aber wir hatten trotzdem Punkt bekommen, weil ich so souverän war. Der Animateur meinte so, ach komm, ihr kriegt trotzdem auch einen Punkt. Ich meine, ich habe mich allein zur Nadel gekämpft und dafür bin ich einfach auf die Frauentoilette gestürmt. Was hattest du für ein schlechtes Team? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach alle zu gehemmt. Ja, eben. Und ich war einfach, ich kam mit Dreistigkeit einfach weiter. Ja, und das waren soweit meine Toilettengeschichten. Klar, ich könnte jetzt auch noch sowas Aktuelles erzählen, wie neulich habe ich Pflaumen gegessen und Pflaumen verursachen bei mir ziemlich einen Durchfall, aber ich glaube, ihr wollt nichts von, immensen, wasserfallartigen Durchfallattacken bei mir hören, die Kotzkonsistenz hatten. Nein. Von daher... Stimmt, du kennst die Geschichte, oder? Ja, ich kenne die Geschichte. Ich hing auf jeden Fall 2 Stunden auf dem Pott ab. Ja. Oder Kurzgeschichten ins Klo wollt ihr wahrscheinlich auch nicht hören. Wir hatten jetzt die besten Geschichten. Klar, ich könnte sowas erzählen wie, ne, ich habe mir schon mal in einem Pony gekotzt, weil ich mit so viel Schmackes in die Klobrille gereiert habe, dass in den Kloschiss gereiert habe, dass es zurückgescheppert ist. Du hast was gemacht? Ja, ich war Hacke. Steinhaft, also ich brauchte für einen 500 Meter Heimweg eine Dreiviertelstunde, habe immer wieder gereiert, konnte kaum laufen, da habe ich auch mit so viel Wumms in die Toilette einen reingedrückt, dass es einfach zurückgespritzt ist. In mein Pony. Ich bin, glaube ich, der einzige Junge mit kurzen Haaren, der sich in die Haare schon mal gekotzt hat. Muss man schaffen. Ich glaube, reicht dann auch wieder. Ja, und da ich jetzt so viel erzählt habe, finde ich, könntet ihr jetzt die Folge beenden. Lass machen. Erisch. Du hast natürlich. Janus hat die Aufgabe, oder vielmehr die Verantwortung direkt an dich übertragen, dass du meine Klo-Geschichten, diese ganzen Seltsamkeiten, nochmal perfekt hier zusammenfassen kannst. Mit dem Abschlussfazit. Okay. Hey, das ist ja nicht dreist, dann bin ich super.
dann hört meine Ausführungen zu, ich fasse jetzt wieder jetzt zusammen. Lust und ich sind normale Personen, die sind zuletzt keine Geschichten erleben. Nick hingegen ist dreist. Nick ist eklig. Nick ist fragwürdig. Ey, ich habe eine goldene Toilettenregel. Und ich hoffe, dass niemand von euch neben Nick auf der Toilette sitzen muss. Niemals. Warum das denn? Worden ist. Hä? Finde ich jetzt ungerechtfertigt. Weil, pass auf. Ich glaube, du bist der Einzige mit der goldenen Toilettenregel. Deswegen, also ich sag mal so, ich spucke das Bier aus, was ich im Mund hatte. Ich durfte gerade nicht laut lachen. Ich habe mich wahrscheinlich wie ein sterbendes Nilpferd angehört. Nein, sterbende Nilpferde lachen nicht. Okay, Nick, bald dein Mageninhalt drin und dein Bier. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, du bist der Einzige mit der goldenen Toilettenregel. Ich kenne die nicht. Also ich gehe einfach raus, wenn ich fertig bin. Was? So wie jeder andere Mensch auch. Ich glaube schon. Danke dir, Nuss, dass du dazu mir hältst. Was? Also, was? Die Regel habe ich auch aufgesetzt. Nö, ich gehe einfach Nuss, raus. Nuss, ja? Wir gehen mal zusammen auf Toilette. Ich sag's dir, du bist eine gute Mutter da. Und dann können wir beide nicht pinkeln, weil es ist unangenehm. Es sitzt da 3 Stunden, es kommt einfach nichts. Das ist tatsächlich so, ja. Ich kann dann auch nicht. Deswegen auf jeden ich nur Fall, zu Hause. Also ich gehe davon aus, dass Nick am Waschbecken steht und dann halt in der anderen Person da rauskommt aus der Toilette. Deswegen, ich hoffe mal für jeden von euch, dass ihr da nicht neben Nick aufs Toilette geht, weil er ist derjenige, er schaut euch an und nimmt euch genau auseinander. Er guckt sich das genau an, wer da auf der Toilette saß und da gerade einen reingesetzt hat. Oder zwei. Oder einen ganz lauten. Oder sonst was. Also, wie gesagt, tut's euch nicht an. Geht einfach privat. Und betrunken will ich die Person dann am Waschbecken belästigen mit dem Seifenspender. Ey, vor allem, dass sogar das Security-Team kam. Also einer davon, fand ich. Das ist einfach noch witziger dadurch. Also, ich muss sagen, das ist eigentlich fast schon wieder Stil, dass die da kamen. Einer. Ja, reicht ja. Also ich sag mal so, mir war es peinlich genug, aber dir? Keine Chance. Mir ist nur peinlich, von meiner Chefin zu pinkeln. Sowas anderes alles. Nee. Der Ex meiner Mutter fasste meine Scheiße. Vor der Chefin pinkeln, das ist ein anderes Kaliber. Das ist nichts einziges Tabu. Ich bin eigentlich fertig mit der Zusammenfassung. Lust, willst du noch was zusammenfassen? Hab ich noch was Wichtiges vergessen? Bestimmt, weil man beim Pinkeln auch manchmal pupst. Hä? Achso, ja, okay. Ich verstehe schon. Das ist unangenehm. Fiel mir gerade so ein. Ja. Lust, hast du noch was zu ergänzen? Ja, was soll ich anderes noch zu sagen, ne? Du ziehst halt diese Toilettengeschichten magisch an. Scheinbar auch deine Mutter, ne? Also. Oh mein Gott, stimmt! Da fällt mir auch was ein, die Größenverbindung zwischen meiner Mutter und mir. Jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. 20 Jahre in die Vergangenheit. Meine Geburt. Pass auf. Bei der Frau haben die Wehen eingesetzt. Was dachte sie? Sie muss scheißen. Und dann sitzt sie auf dem Klo und hat festgestellt, scheiße, das ist gar kein Schiss, der gerade kommt. Das ist das Baby. Was ist sie? Hochschwanger, gebärend im Kreißsaal, gerade hat geschrien, es kommt. Ja, ich bin fast im Klo geboren. Pass nicht, es wurde mir in die Wiege gelegt, Leute. Weißt du was, Nick? Es ist sehr passend, dass gerade du derjenige bist mit Rohr im Nachnamen. Alter, das hast du nicht gedroppt. Ey, Erich, das finde ich gerade so unglaublich gut. Mein Wort zum Sonntag. Ey, Erik, ich muss gerade ein großes Lob an dich aussprechen. Du hast gerade dieses Folgenfazit so absolut legendär vorgetragen. Ich finde, du hast es super gemacht, Erich. Danke. Ja, in diesem Sinne, würde ich sagen, habt ihr auch eine goldene Toilettenregel? Ich will's doch stark hoffen, ansonsten werde ich hier einiges hinterfragen, wenn ich euch überhaupt auf dem Klo begegne.
Ich knöpfe euch mir vor, Leute. Also dann, in diesem Sinne würde ich sagen, hoch die Gläser und Prösterle auf die Keramik.